Hallo Mama, wenn du das hier hörst, habe ich mich schon längst nach Mexiko abgesetzt. Yo, Leute, was geht ab? Mein Name ist Alex von Noobtown Gaming und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge The Division. Und erstmal sorry, dass die letzten Videos, gestern gar kein Video kam, vorgestern gar kein Video kam und gestern nur ein NBA-Video, aber ich habe ganz viel zu tun gehabt und auch Privatsachen zu erledigen. Und um das aufzuklären, was gerade vorhin kam, fand ich witzig. Nee, ich will nicht kämpfen, warte, ich muss gerade was erklären. Moment. So. Und zwar habe ich mein Hochbeet, ich habe ja ein Hochbeet gebaut, ne? Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, habe ich meiner Mama ein Hochbeet gebaut. Und das habe ich quasi zum Muttertag fertig gebaut, ja. Also, das war es. Die ist gerade im Urlaub und das ist so eine kleine Überraschung gewesen. Und, Moment, ich mach die gerade mal weg hier. Bra, bra. So, und da brauchten wir als Drainage, brauchten wir Stöcke. Ah, da macht man halt unsere Stöcke rein, damit das Wasser vernünftig abfließen kann und dann nicht so viel Erde drin ist und so in dem Wasser, ne? Damit das nicht verstopft alles. So. Und, da haben wir gedacht, okay, wir haben einen Baum im Garten, der noch Schatten spendet, ja. Ich wohne ja noch zu Hause bei meiner Mom. Und einen Baum im Garten, der Schatten spendet. Könnt ihr mal die Fresse halten hier, ihr Fickfacker? Ah! So, wir haben einen Garten im Baum, einen Baum im Garten, der Schatten spendet. Und da haben wir gedacht, meine Schwester und ich, meine Schwester ist kleiner als ich, haben wir gedacht, alles klar, sägen wir doch einfach da einen Ast ab. Ja, so einen kleinen Ast, kein Problem, alles easy, sägen wir da einen kleinen Ast ab. Und dann läuft das. Und der Ast war größer als der restliche Baum, der noch stand, quasi. Ja? Und deswegen, sorry Mama, das ist nämlich der Lieblingsbaum von meiner Mama. Weil der halt, also der ist hässlich wie die Nacht, ne? Ohne Scheiß, der ist hässlich wie Sau. Aber, der spendet halt Schatten. Das ist der einzige Baum, der Schatten spendet in unserem Garten. Aber ich kann euch genau, ich kann euch mal ein, sag mal, ein Bild von dem, von meinem Hochbeet einblenden. Und zwar genau jetzt. Bing! So. Da könnt ihr das mal wunderschön betrachten. Was ich aus meinem Schweiß, Blut und Tränen geschaffen habe. Ja, und deswegen habe ich gerade eben so ein bisschen theatralisch gesagt, dass ich mich nach Mexiko abgesetzt habe. Fand ich ganz witzig. Kann ich nicht woanders lang gehen? Ich habe jetzt keinen Bock mit den. Aua, jetzt habe ich fast ins Mikrofon gebissen, ey. So nah ist das hier dran. Kann ich nicht woanders lang gehen? Ich habe keinen Bock, mich jetzt mit den Spastis anzulegen. Das dauert bei mir alles zu lange. Ich will eigentlich nur die Mission machen. Hier ist so ein Schrottplatz. Sieht aber alles ganz cool aus hier. Oh, was geht denn hier ab? Ich will hier runter. Kann ich hier nicht runter? Ist keine Open World, unsichtbare Wand. Scheiß Spiel. Nicht hier lang? Nee, auch nicht. Hä? Nicht hier rein? Auch nicht. Hier? Auch nicht. Ich muss da durch. Das finde ich aber frech. Finde ich aber sehr, sehr frech. Aha. Nicht mit mir. Nicht mit mir. So. Ah, können wir mit irgendwem anders machen, aber nicht mit mir. So. Gehen wir hier lang. Gucken. Wenn wir die alternativen Routen abchecken. Huiuiui. Was hier noch so abgeht. Wenn ich nicht hier sein sollte, wird gleich der Monster Gegner auf mich zukommen, den ich gar nicht besiegen kann, quasi. Oder einfach ein Tor. Boah, Mano. Komme ich hier nicht rüber? Ach ja, ich gehe ja schon. Oh Mann, jetzt komme ich hier nicht lang. Ist doch scheiße. Zurück. Geh ich halt hier lang. Was ist das für eine Mucke? Hört ihr die auch? Ach komm schon. Really? Come on. Let me get out of here. Nicht ernsthaft, oder? Komm ich jetzt nicht rüber? Finde ich sehr frech. Muss ich wieder zurück. Zum Kotzen.
Ich komme nicht mehr raus. Kein Witz jetzt. Hallo? Wieso komme ich hier nicht raus? Nee, das geht nicht. Ich wieder. Ey! Ich komme hier nicht mehr raus. Warte mal, ich mach mal Blitzreise irgendwo hin. Hallo. Muss ich jetzt wohl hier im Blitzreise. Obwohl, wer ist das? Das? Blitzreise mal hier hin, dann gehen wir jetzt zur Alternativroute. Nervig. Aber was ich noch sagen wollte. Hier. Elite Gamer 24.10. Erstmal, hallo? Er schreibt: Richtig nice, bekommst ein Abo und einen neuen Fan. Mit dem Wort Fan bin ich nicht so ganz d'accord. Also, das, finde ich nicht so, weil Fan hört sich immer so komisch an. Vor allem auf der Ebene, auf der ich mich hier bewege. Ich bin ein Mensch wie du und ihr. Wir sind eher Kollegen und Kumpel als... Oh, eine kontaminierte Zone. Sollen wir da mal reingehen? Komm, wir gehen hier mal rein. Aber ich bin eher so ein Kollegen und Kumpel Typ als befanned zu werden. Kann man das so sagen? Ist das jetzt hier zu theatralisch? Nee, ne? Ist okay, oder? Ja, finde ich auch. Also, ja, wollte ich nur mal so gesagt haben. Aber freut mich sehr, dass dir das hier gefällt, der Scheiß, den ich hier verzapfe. Und dass du vielleicht öfter mal vorbeischaust. Fände ich cool. Dankeschön auf jeden Fall. Hä? Was blinkt denn hier so komisch? Kontaminierte... Ne, das will ich jetzt aber nicht machen. Ne, ne. Ne, 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 ne. Ich wollte eigentlich schon mal rein und gucken, was hier so ist. Aber hier scheint nichts Gutes mehr zu sein, ne? Werden wir uns mal weiter, dahin begeben. Hä? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Oh, jetzt habe ich mich verlaufen. Einfach mal hier hoch. So. Nee, aber finde ich cool, dass dir das gefällt. Und, kannst mir auch gerne weiter Kommentare und Fragen oder was auch immer schreiben und weiter so aktiv sein. Finde ich nice. Gefällt mir. Ja, da muss ich lang irgendwie. Kann ich nicht runter? Boah. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Verpiss dich! Isaac, halt's Maul! So. Ich will runterjumpen. Warum nicht? Ah, hallo, hier ist so eine Kiste. Oh, ich habe zu viel Dings dabei. Aber ob ich das wirklich brauche, ist jetzt die andere Frage, ne? Wie viel habe ich denn? Ich habe 6 von den Schonern dabei. Die sind jetzt eher ein bisschen viel, ne? Tun wir den mal weg. So, zack. Ich habe irgendwie mega viel Scheiß dabei. Ja, nimm das mit. Reflex. Reflexvisier? Sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Schwuler Mod. Brauche ich keinen Schwanz, ey. Verbesserte offene Visierung. Optimal, weg damit. Brauche ich nicht. Offene Visierung, warum soll ich mir dann ein Visier da drauf machen? Das macht ja keinen Sinn. So, jetzt muss ich aber irgendwie wieder rauskommen und Richtung Dings Bums marschieren. Aber Frage ist, wie komme ich hier wieder? Kann ich hier runter? Jo. Oh, eine Person. Hallo. Au. Hier, nimm. Juhu! Und eine weiße Doppeljacke. Yes, sir. So, ich komme jetzt hier wieder raus durch die Garage wahrscheinlich, ne? Schwupp. 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 Ja, finde ich auch.
So. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Jetzt aber, Freunde, jetzt geht es ab. Gleich. Nachschublieferung Murray Hill. Oh, so. Badadadam. Die Nachschubzone erreichen. Nachschubzone verteidigen. Ach, die hier. Kommen sie denn her? Warnung, eintreffende Gegner. Wo? Oh. Oh. Noch sehe ich keins. Keins. Keinen. Da. Peng. Peng. Peng, daneben. Peng, wieder daneben. Peng, wieder daneben. Da kommt ein Gegner. Wir müssen ihn aus der Deckung locken. Tango. Wo denn? Warnung, eintreffende Gegner. Kann ich noch ein bisschen hier bleiben? Oder? Ups. Erstmal daneben geschossen. Alter! Oh, nachladen. Mein Geschütz regelt, ey. Easy. Ah, da ist noch einer. Oh, mit der Sniper bin ich... Ha. Ja, wie gesagt, die letzten Tage kamen so wenig, weil ich halt mega viel zu tun hatte mit dem Hochbeet alleine schon. Und dann hatte ich noch andere private Sachen zu erledigen, aber das Hochbeet ist mega cool geworden eigentlich. Ich habe gestern meiner Schwester zusammen fertig gemacht. Wie habe ich ja schon erzählt. Und dann ist der kleine Fauxpas mit dem Baum passiert. Naja. In dem Moment, ja, als dieser Ast runtergefallen ist, habe ich erstmal katzenartige Reflexe bewiesen, ja. Tja, 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 bin ich abgehauen vor dem runterfallenden Baum. Und der war auch zu schnell ab. Ich habe da zweimal mit der Axt draufgehauen. Okay, war ein bisschen mehr als zweimal, war vielleicht viermal oder fünfmal. Oder auch vielleicht ein bisschen mehr, so 20 Mal. Aber da war der auch schon unten. Ja, das ging alles viel zu schnell. Und wir fanden beide, das ist eine geile Idee. Weil wir Holz brauchen, den Baum ein bisschen platt zu machen. Und in dem Moment war das bestimmt auch mega lustig. Aber, naja, war doch nicht so geil im Endeffekt. Aber ich hoffe, sie merkt es gar nicht. Falls sie das hier nicht sieht, dann kriegt sie das hoffentlich gar nicht mit. Wetten würde ich jetzt drauf nicht, aber... Peck. So, war's das? Geht's noch weiter? Warnung, eintreffende Gegner. Geht noch weiter. Alles klar. Warte mal, darf ich mal einen Schluck nehmen hier? Ist ja top. Mhm. Danke. Oh, hey. Oh, da. Einfach in die Menge. Ups. Und du Lümmel da hinten. Was du? Bitte lass es kein Mod sein. Bitte, bitte, bitte lass es kein Mod sein. Ja, Inventar ist voll. Dafür muss dein Knieschoner weichen. Warnung. Eintreffende Gegner.
Der hier, weg damit, weg! Nein, geh runter! Geh da runter! So. Jetzt habe ich natürlich, starte natürlich wieder mit vollem Inventar, ist logisch. Ja, ich komme ja schon. Jag das Geschütz so! Oh, nachladen. Ich habe keinen Schuss mehr. Ja, warte. Komm her. Komm. Jawoll. Inventar voll. Die Kopfs, die hier mal lebten, sollten sich schämen, dass sie die Arbeit für sie machen. Das muss ich erstmal ausmisten. Leute, sorry, muss kurz sein. Wir nehmen erstmal den hier. Was hat der für eine... für einen Mod drauf? Machen wir mal den hier. So. Wird der zerstört? Ja, bitte. So, und dann, ist der hier gut? Aber der macht wenig Schaden, ne? Aber der ist trotzdem nice. Weil da kriegen wir so richtig mega viel. Kann man hier keinen Mod drauf machen? Lächerlich. Lächerlich. Ich becher mich weg. Nur 11.000 Schaden, das ist ja billo, ey. Im Spaß. So, Kommandohandschuhe. Die. Da hinten liegt auch noch was. Ja, war easy, Jungs. Und Mädels. Ja. Also, wir haben diese Folge, habe ich meine Beichte abgelegt, ja. Und jetzt geht's jetzt viel besser. Wir haben hier alternative Wiege rausgefunden, oder auch nicht. Und hier noch eine schöne Nebenmission gemacht und fast Stufe 27 erreicht. Und ich gelobe Besserung, dass jetzt die nächsten Tage wieder mehr kommt, weil ich mehr Sachen erledigt habe jetzt schon. Und ja, ich bin erstmal raus. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da und schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.